Ja, liebe Gartenfreunde, herzlich willkommen. Ich bin der Robert von Autorando und ich war hier gerade dabei, noch ein bisschen Spinat zu ernten. Sehr gute Ernte dieses Jahr und wollte auch gleich noch meine Kürbispflanze hier auspflanzen. Und da laufe ich hier doch an meinem Mini-Hochbeet vorbei, das, was du hier im Hintergrund siehst. Und da hatte ich ja, vielleicht wenn du mir ein bisschen folgst, hatte ich meinen schwarzen Rettich da eingepflanzt. Oder ausgesät, das war vor Ende März gewesen. Und da schaue ich da rein, Leute, und ich habe gesehen, es ist alles geschossen. Es ist eigentlich, war die ganze Arbeit völlig umsonst. Und das werde ich jetzt mit dir gemeinsam hier rausreißen und das Chaos beseitigen. Und das ist der Grund, warum ich dieses Video mache, Leute. Ihr habt mir ja immer wieder geschrieben, auch bei den letzten Videos. Ja, wir finden das toll, dass nicht auch bei dir mal nicht alles funktioniert. Und das war jetzt irgendwie auch nicht total böse von euch gemeint, sondern einfach so gemeint, dass viele von euch ja vielleicht denken irgendwie, keine Ahnung, wenn da irgendjemand ein Video macht, dass das bei denen alles immer funktioniert und dass das alles immer ganz toll läuft und dass die immer riesige Ernten hat. Und vielleicht nur bei euch läuft es irgendwie nicht. Und Leute, sag ich mal so, so ist das nun mal wirklich nicht. Ja, Freunde, und da schauen wir uns mal gemeinsam das Desaster an. Du siehst, das sollten eigentlich dicke, fette Knollen werden. Aber anstatt, dass hier sich dicke, fette Knollen bilden, bilden sich hier schon die ersten Blüten. Und das bedeutet, der Rettich, der schießt direkt in die Blüte. Ja, kann man nur jetzt, um ehrlich zu sein, mutmaßen, warum das passiert ist. Eigentlich war das Wetter die letzten Wochen total ideal für den schwarzen Rettich. Also es war kühl, viel Regen. Und warum der jetzt hier direkt in die Samen geht, nach einem Tag Hitze, merkwürdig. Ich kann es, um ehrlich zu sein, nicht wirklich nachvollziehen. Vielleicht hast du da eine Idee. Wir machen hier einfach mal eine von diesen Pflanzen raus. Und da wirst du sehen, da wird auch keine Wurzelbildung oder keine Knollenbildung stattfinden. Hier sollte sich dann eigentlich dieser schwarze Rettich, diese schwarze Rettichknolle bilden. Wir sehen ja so eine kleine Mini-Knolle, aber das ist wohl alles, was hier gebildet wird, weil jetzt geht die ganze Kraft in die Bildung der Samen und hier wird nichts wachsen. Ja, Leute, und das war auch der Grund für das Video, warum ich das Video für euch mache, um euch einfach mal zu zeigen, um euch vielleicht den einen oder anderen einfach mal so ein bisschen Mut zu geben, wenn vielleicht bei euch mal was im Garten schief geht. Glaubt mir, auch hier und bei vielen anderen, die vielleicht auch Gartenvideos machen, geht mehr als genug schief. Ich bin mir da fast sicher. Also ich kann euch zumindest sagen, bei mir hier geht auch jede Menge schief. Und obwohl ich das schon eine ganze Weile mache. Von daher, ihr hattet mir ja geschrieben, ja, Robert, toll, ja, du hast mir Mut gemacht mit deinem Pflanzenwachsen nicht mit diesem Video. Habe ich dir auch nochmal in der Beschreibung verlinkt, kannst du dir auch nochmal anschauen. Und wenn ich dir vielleicht auch mit diesem kleinen Ausschnitt aus meinem Gartenalltag hier Mut machen kann, dann freut mich das auf jeden Fall. Und du siehst, ich werde jetzt gleich dieses Mini-Hochbeet mit den geschossenen schwarzen Rettichen gleich leer machen und dann werde ich hier was Neues einpflanzen. Das sind wirklich Schmerzen für einen Gärtner, Leute, wenn er quasi eure ganze, die ganze Arbeit, die ihr reingesteckt habt, hier quasi in ein paar Minuten kaputt macht. Aber es nutzt halt nichts, weil Rettichsamen möchte ich jetzt, um ehrlich zu sein, nicht unbedingt hier anbauen. Den brauche ich nicht, den kann ich mir günstiger irgendwo bestellen. Und ja, nun wird wieder ein bisschen Platz hier im Mini-Hochbeet und ich melde mich gleich nochmal, wenn ich hier das ganze Chaos beseitigt habe. Ja, Freunde, so sieht's aus, wenn man die Ernte komplett vernichtet. Ist halt so. Das Einzige, was ich mich jetzt frage, im Freiland hat es wirklich immer funktioniert. Also wenn du Ende März den schwarzen Rettich aussehst, hast du da wirklich jetzt so um die Zeit schon eine richtig gute Rettichernte. Der einzige Unterschied, den ich zu den anderen Jahren jetzt hier in diesem Fall gemacht habe, ist einfach, dass ich sie in diesem Mini-Hochbeet hatte, dass die Erde wärmer ist als jetzt auf dem Acker. Das war ein Unterschied. Und dass ich Knoblauch und Mischkultur habe. Könnte vielleicht bewirkt das, hat das irgendeinen Effekt, ich weiß es nicht genau. Ich habe das einfach mal jetzt stumpf reingesteckt das letzte Mal. Ich habe auch gar nicht geschaut, ob man das überhaupt in Mischkultur pflanzen sollte. Ich muss es ehrlich zugeben, Leute. Aber ich bin sowieso nicht so der große Freund von diesen Pflanzenfreunden, Pflanzenfeinden und so weiter. Ich glaube, wenn man das in einem richtig großen Maßstab macht, dann hat das einen Effekt. Aber hier in so einem kleinen Beet hier, ich glaube, das
ist eher vernachlässigbar, der Effekt. Meine Meinung zumindest. Kannst ja auch nochmal deine Meinung dazu schreiben. Ja, Leute, hier werde ich jetzt was Neues einsehen. Also du siehst, mir wird hier absolut nicht langweilig. Wie gesagt, es sollte mal so ein ganz kleiner, kurzer Einblick sein in den Alltag, wie es auch laufen kann. Und ich hoffe, das Video gibt dir vielleicht ein bisschen Mut. Ich hoffe, das Video hat dich vielleicht ein kleines bisschen unterhalten. Und ich würde mich freuen, wenn du den Kanal abonnierst. Und bis bald, euer Robert von Autorando. Ciao.